Also ich möchte gerne sprechen heute über ein einfaches Thema, Himmel und Hölle, anhand von Offenbarung 20. Da gibt es am Ende von Kapitel 20 einige Stellen. Erstens über Hölle oder eigentlich technisch gesagt Pfuhl des Feuers und danach einiges über die Himmel in Kapitel 21. Also Offenbarung 20, Vers 11 bis Kapitel 21, Vers 5. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und zu jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Kapitel 21, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihren Mann. Und hörte eine große Stimme vor dem Stuhl, die sprach, siehe da, eine Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass es ein Buch ist, das uns die Zukunft schildert, dass es Hoffnung gibt auf einem Ort, wo keine Schmerzen und Sünde und Tod und Elend ist, und ein Ort, wo es auch gibt, wo die Sünder, die sich verweigern zu bekehren zu dir und glauben an deinem Sohn, für ewig gepeinigt werden. Es ist schwer zu verstehen für uns, aber du sagst es, deswegen ist es so, die Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir beten, dass du mich Weisheit gibst und Gnade von oben und erfüllt mit deinem Geist, meine Worte klar zu predigen. Und dass diejenigen, die es hören, auch errettet werden oder gestärkt werden in ihrem Glauben, dass es wirklich Himmel und Hölle gibt und dass wir deswegen auch rausgehen sollen, um das Evangelium zu predigen. Nochmals danke für die Gnade, die wir haben in die Schweiz, um das Evangelium in Freiheit zu verkündigen, auf die Straße und in die Gemeinde. Hilf uns, das zu schätzen und zu voller auszunutzen, bis du kommst. Wir beten das im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Himmel und Hölle. Der menschliche Vernunft möchte immer die Zukunft wissen. Über Wissen über Trübsalzeit, soll es mit der Erde schlechter gehen, soll es in der Tat eine bessere Zukunft geben. Was sagt die Bibel über Jesus Christus? Kommt er zurück oder kommt er nicht zurück? So soll er einen Messias geben oder keinen Messias geben? Zweitens möchte ich sagen, dass ein Mensch nicht immer erntet im Leben, was er sieht. Wir haben Leute, die sind wie Teufel. Aber als Teufel gelebt ihr ganzes Leben lang und sie sterben reich. Als alte Leute 70, 80 Jahre. Das ist schwer zu verstehen, wenn wir nicht den ewigen Blick haben und wissen, einmal müssen sie sich verantworten für ihre Schöpfer. Nun, Himmel ist einiges, was eigentlich für ein Christ ist, neues Jerusalem. Das wird auch erwähnt hier in Vers 2 von Kapitel 21, das neue Jerusalem, das kommt von Gott aus dem Himmel. Das ist das Ort, wo du die Ewigkeit verbringst. Und ich möchte erstens einiges sagen über das Himmel und Hölle nicht ist. Himmel erstens ist nicht nur ein mentaler Zustand. In den letzten Tagen sind die Leute stolz, haben mehr Interesse an Vergnügen als an Gott. Und das sieht man an der Idee von Sport, Unterhaltung, TV. Wir waren in Pakistan, wir haben da eine Leute gesehen, die wohnen in Zelten neben einer Kirche. Sie haben kein Geld für etwas anderes. 4, 5 Kinder in einem Zelt. Jedes Zelt hat ein TV. Und sie haben ein Handy.
Sie müssen das Vergnügen haben, Sie müssen das Neueste sehen, die Bollywood, die Hollywood-Filme und so weiter. Das interessiert Sie. Aber Sie haschen es, wenn aus dem Lautsprecher jeden Sonntagmorgen das Wort Gottes in Telugu gepredigt wird. Bekannt dafür sind die sogenannten christlichen Wissenschaftler. Christian Science ist, glaube ich, heute verboten in Deutschland, also ein Kult. Die denken immer, ja, du bist nicht krank, du denkst nur, dass du krank bist. Und wenn du in dem mentalen Zustand dich verbessert zu jemandem, die denkt, dass er gesund ist, ja, dann wirst du von selber körperlich gesund. Der Gründerin, Mary Baker Eddy, glaube ich, hat dann auch die Idee gehabt, dass wenn sie sterben sollte, sagte sie, dann musste man ein Telefon in ihrem Kiste, Sarg platzieren, dann konnten sie anrufen, wenn sie wieder lebendig war, weil sie war nur, vielleicht nur in ihren Gedanken tot und nicht buchstäblich. Und doch immer, aber nach einigen Jahrzehnten, muss sie den Telefon aufnehmen aus ihrem Sarg. Jahren her war ein christlicher Wissenschaftler, die war mal wohnte neben einem Christ und im Winter hatte nicht genügend warme Kleidung, weil er hat immer gedacht, ja, weißt du, das ist nur in meinem Kopf, dass ich kalt bin. Und hat er nach ein paar Monaten in den Winter mal gedacht, ich muss vielleicht bei meinem christlichen Nachbar vorbeigehen, weil die Bibel sagt doch, man muss auch seine Feinde lieben und so weiter. Das ist Kopf an und sagt, ja, grüß Gott, ich bin dein Nachbar, schau mal an, wie arm ich bin. Ich habe keine warme Jacke, kannst du mir bitte eine warme Jacke ausleihen? Und dann sagte der Christ zu dem christlichen Wissenschaftler, nein, das braucht nicht. Aber ich sage nicht, schau mal, wie ich zittere, ich brauche ein warmes Sweater oder Jacke. Nein, sagt der christliche Christ neben ihm, es ist nur in deinen Gedanken so, nur in deinem mentalen Zustand so. Es ist nicht wirklich kalt, richtig? Und natürlich, der Mann brauchte Hilfe. Und das ist das Problem heute, dass Leute die Idee bekommen, wenn es nur im Kopf ist, aber sie sind nicht in der Realität. Sie können nicht in der Realität leben. Zweitens, die Himmel ist keine verherrlichte Welt. Die Bibel sagt, dass wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind Gottes Wege höher als unsere Wege und Gottes Gedanken höher als unsere Gedanken. Wir haben keine Ahnung, wie es wirklich im Himmel ist, mit Ausnahme von was wir hier im Neuen Testament offenbar bekommen von Gott. Es ist nicht ein Gemeindegottesdienst, 365 Tage pro Jahr, 24 Stunden pro Tag. Gott vergleicht mit einem Schwan, der mal mit einem Storch geredet hat und gesagt hat, du wirst nicht im Himmel kommen. Er sagt der Storch, gibt es Schnecke im Himmel? Also geschwollen, das denke ich nicht. Na, sagt der Storch, dann möchte ich nicht im Himmel kommen, ja. Die Idee ist, wenn ich nicht das habe im Himmel, was ich mich wünsche, dann möchte ich nicht dorthin gehen. Aber du weißt nicht, was Gott für deine Seele bereitet hat. Drittens, der Himmel ist nicht ein Ort, wo nur gute Leute sind. Stärker noch, wir haben in der Schweiz eine Menge Leute, die denken, sie sind gut, aber die Bibel sagt, es ist keiner, der gut ist, auch nicht einer. Es ist nicht ein Ort, wo nur gute Leute sind. Und es ist auch nicht ein Ort, wo nur religiöse Leute sind. Weil Jesus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, kann ein religiöser Mensch niemals einen verkommenen Ort, wo es keine Sünde, kein Tod, kein Tränen gibt, reingehen. Nun, zweitens möchte ich sagen, einiges über die Hölle. Was ist die Hölle? Nicht das Hölle. Die Hölle ist nicht das Grab. Die Jehovas Zeugen sagen, ja, weißt du, wenn du stirbst, dann gehst du in die Hölle, ins Grab. Vielleicht gehört, wenn du mal mit Jehovas Zeugen redest, das ist ein Blödsinn. Weil ins Grab, sagt Gottes Wort, also eigentlich in die Hölle, sagt Gottes Wort, gibt es Zähnenknarschen. Hast du mal ein Leich, das schon ein paar Tage tot ist, so Zähne geknirscht, hören, im Grab? Da gibt es nicht. Es gibt kein Zähneknirschen im Grab. Es gibt es in die Hölle, weil Leute in ihrer Bitterkeit und in ihrem Zorn denken an was sie getan hätten können, um sich zu bekehren, und sie haben es nicht getan. Und sie zähneknirschen wegen der Flamme, die ihren Körper, ihren Seelenkörper umfassen. Sie spüren den Schmerzen, aber sie können niemals davon loswerden. Das ist eine Hölle. Die Hölle ist nicht ein Ort von sündiger Gemeinschaft, wo alle sündige Freunde sind. Wir waren einige Zeit in einem Appenzellen, da habe ich dann gesprochen mit einer Frau, habe gesagt, über Himmel und Hölle. Oh, sagt sie, ich gehe in die Hölle. Ist fein warm. Aber wollen Sie nicht die Hölle entfliehen? Nein, sagt sie, weil alle meine Freunde sind dort. Ich gehe lieber dorthin, wo meine Freunde sind, dann in den Himmel, wo ich keine Freunde habe. Da gibt es keine Liebe und Freude in der Hölle. Da gibt es nur Finsterheit.
Man kann einander nicht sehen. Und es ist ein Ort, wo man einander verflucht Tag und Nacht. Die Hölle ist ein Ort, es kann Ort von sündiges Vergnügen. Du kennst vielleicht die Standardwitz von, im Himmel gibt es kein Bier, deswegen trinken wir es hier. Na, mach dich keine Sorge, es gibt kein Bier im Himmel, warum nicht? Es gibt kein Wasser im Himmel, deswegen gibt es auch kein Bier im Himmel. Dann, viertens, die Hölle ist kein Ort für eine zweite Chance. Du kannst vergleichen, wenn man zum Flughafen geht und man geht zum Kloten, Zürich-Kloten, und man verpasst seinen Flieger. Ja, der Flieger ist weg, die geht echt nicht zurück, um dich nochmal persönlich abzuholen und dann wieder irgendwo hinzubringen. Wenn er weg ist, ist er weg. Und du bekommst ihn gar nicht zurück, was eigentlich Schuld ist. Nun, so ist es auch beim jüngsten Gericht. Wenn wir bei Gott kommen, vor Gott stehen und du stehst vor Gott und er sagt, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus getan? Und du musst sagen, ja, ich habe schon von ihm gehört, durch diesen Straßenprediger und andere religiöse Fanatiker. Aber ich habe gedacht, ach, manana, nicht heute, vielleicht rede ich mal darüber. Oder wenn ich alt und weise bin, mache ich mir mal Gedanken. Ist es einfach zu spät, wenn du stirbst in deiner Sünde, ohne mit deinem Sündenschutz zum Kreuz gekommen zu sein? Himmel doch ist etwas anderes. Himmel ist erstens ein Ort, ein buchstäblichen, geografischen Ort. Es ist ein Ort, wo man sich erstens freut. Du hast gesagt, heute gehst du auf die Straße, um zu predigen. Was spürst du, wenn du zurückkommst? Wahre Freude. Eine Freude, die nicht zu zahlen ist, die nicht etwas zu vergleichen ist mit der Freude früher, wenn man in den Bars, in den Sport sein Ding getan hat. Nein, es ist eine wahre himmlische Freude. Warum? Weil ich glaube, es ist ein kleiner Vorgeschmack, was es gibt im Himmel, wenn ein Sünder sich bekehrt. Lukas 15, Vers 7 sagt es so: Ich sage euch, also wird euch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, der die Buße nicht bedürfen. Wenn ein Sünder sich bekehrt, dann spürst du ab und zu ein kleines Vorgeschmack, vermutlich, was die Engel im Himmel, das sind ein paar hundert Millionen, sie preisen den Herrn, sie loben den Herrn und du spürst etwas davon als Botschafter Jesus Christus in deine Seele, wenn Gott dich nützt, das Vorrecht gibt und eine unsterbliche Seele, mit der Sünder geboren ist und Sünder getan hat, mit lebendigen Gott zu versöhnen. Und Gott nützt dich dafür, um das einfach so geschehen lassen in deinen Augen. Keine größere Freude, das ist die beste Drohung, die es gibt. Amen. Es kostet auch nichts. Und es macht süchtig nach mehr und es ist eine gesunde Droge. Nun, zweitens, es ist ein Ort, wo es ewiges Leben gibt. Wo es immer wahre Freude und wahres Leben gibt. Das ist auch oft, dass Leute sagen, ja, ich möchte Kinder haben. Warum? Weil da ist echt Leben. Die haben Freude, die sind spontan, die sind ehrlich. Deswegen möchte ich Kinder haben. Sehr egoistische Idee. Aber es ist ein Grund, warum Leute heute auch Kinder haben mögen. Nun, das ist eigentlich, bin ich überzeugt, ein kleiner Spiegel von das wahre, ewige Leben, was Gott jedem Menschen geben möchte. Er sagt in Johannes 10, Vers 28 und Vers 29, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, die sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Die größte Freude sind wir bei einem Kind auch. Ein Kind möchte gerne den Schutz haben, die Sicherheit haben, dass sie bei Papi oder bei Mami gehört. Das ist eigentlich eine Freude, die wir haben, wenn wir einmal zu Gott kommen mit unserer Sündenschuld und dann wissen wir, nun ist alles in Ordnung. Die Sündenschuld ist bezahlt, wir wissen, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen sollen. Drittens, Himmel ist ein Ort von Anbetung, wo man Gott in Geist und in Wahrheit anbeten kann. Und wo man auch das Lamm, den Herrn Jesus Christus, die wahre Anbetung geben kann, die er verdient zuzukommen. Weil auf dieser Welt bekommt er nicht niemals, was er verdient. Wenn etwas passiert wegen die Gebete von Christen, wegen Gottes Wort, sagt die Welt niemals, wir danken Gott, wir danken Jesus Christus, wir danken Gottes Worte, für was er von uns getan hat. Niemals. Ein Mensch, auch ein Christ, ist von Natur ein sehr undankbares Wesen. Aber im Himmel gibt es nur eine Person, die alle Ehre bekommt. Es ist kein Pastor, es ist kein Christ, es ist kein drogensüchtige Rock'n'Roll Hollywoodstar. Es ist Jesus Christus, Offenbarung 5, Vers 13, sagt es so: Alle Kreaturen, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was drinnen ist, hörte ich sagen zu dem, der auf dem Stuhl saß und zu dem Lamm: Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sehen wir, dass die vier Tiere und die 24 Älteste, ein Bild der Gemeinde und aller alttestamentlichen Heiligen,
niederfielen und beteten an, den er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist einmal unsere Zukunft, wo das Lamm, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Herr, die Zentrum aller Aufmerksamkeit und Anbetung bekommt. Und wir dürfen dann, wenn Gott etwas getan hat durch uns, gute Werke, Seelen gewinnen, Straßen predigen oder was auch, dann bekommen wir Kronen und die Kronen sind als Ziel gegeben, nicht um zu sagen, schau mal was wunderbar wir sind als Christen, aber um die Krone als Dank zu werfen an seine Füße, um ihm zu danken, zu loben und zu anbeten, dass wir etwas zurückgeben können, was er durch uns getan hat auf Erde. Das ist ein Grund, denke ich, um gute Werke zu tun als Christ. Wenn man es nicht tut, hat man keinen Kron, um ihm für die Füße zu werfen. Dann viertes möchte ich sagen, der Himmel ist ein Ort von ewiges Leben und ewige Freude. Bibel sagt, ergreife das ewige Leben. In Hollywood, glaube ich, wenn man viel sündige Films macht und ein schlechtes morales Beispiel gibt, über eine Periode von 10, 20, 30, 40 Jahren, wird man geehrt mit einem Stern. Man hat den Hollywood Hall of Fame, der Hollywood Gang, die Straße mit seinen Sternen und da hat man Sterne von professionellen Heuchler oder Mörder oder Huren wie Frankie Sinatra oder Sylvester Stallone und andere Schmutzballen. Aber Daniel 12 sagt es ganz Schönes über Sterne. Wenn du gerne einen Stern haben möchtest, hier kannst du deinen Stern verdienen. Amen. Daniel 12, Vers 3. Die Lehrer aber willen leuchten wie des Himmels Glanz und die so viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wenn du scheinen möchtest wie ein Stern im Himmel und nicht wie ein blöder Stern da in der Hollywood schmutzige Hall of Fame, die sowieso vom Feuer verzehrt wird, dann sagt Gottes Wort, wenn du viel zur Gerechtigkeit, zu Jesus Christus, der Gottes Gerechtigkeit ist, weißt, dann sollst du scheinen wie die Sterne immer und ewiglich. Die Sterne im Himmel, die sind ein Hinweis zu Seelengewinnen, die für die Ewigkeit vor Gott scheinen. Nun, das ist ein Grund, nicht wahr, um ein Stern für Gott zu werden. Nun, viertens möchte ich sagen, du sollst da sein, genau wie Jesus Christus. Die Bibel sagt, nun, Geliebten, sind wir die Kinder Gottes und es ist noch nicht erschienen, was wir sein sollen, aber wir wissen, dass wenn er erscheinen wird, sollen wir sein, wie er ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir einen Körper haben, genau wie Jesus Christus, dass niemals mehr sündigen kann. Und das Schöne ist, dass er einmal unseren nichtigen Leib verändert. Wie länger du lebst, je mehr du sagen musst, mein Leib ist nicht bereit für den Himmel. Mein Leib zieht mich nur nach unten, macht mich zieht nur weg von Jesus Christus. Wenn du auf die Straße gehst, bist du erfreut mit dem Heiligen Geist, bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und du denkst nicht mehr an was Fleisch tut, aber wenn du Montagabend wieder anfängst, du musst aufpassen, dass wenn du nicht ins Wort geht und ins Gebet geht, das Fleisch, das sündige Fleisch, zieht dich so schnell weg von Jesus Christus. Nun, deswegen sagt Paulus, es ist schön und es ist alles in der neuen Bibel geändert, in Philipper Kapitel 3, Vers 21, welchen, das ist Jesus Christus, unser nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib macht die Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Diese nichtige Leib, was nichts ist, wo nichts Gutes in ist, mit Ausnahme von Jesus Christus und sein Geist in uns, das sollen wir einmal verklären zu seinem verklärten, wunderbaren Auferstehungskörper. Und deswegen sind wir auch vorbestimmt, um ähnlich zu werden an dem Ebenbilde seines Sohn Gottes Sohnes, Jesus Christus. Das heißt, in anderen Worten, wir sollten ein vollkommenes Leib haben. Doch niemand zu sagen, ich muss das Fett verlieren, meine graue Haare rausziehen oder was auch tun. Es ist alles herrlich und vollkommen. Aber es gibt auch einige Tränen im Himmel. Wir haben hier gesehen in Offenbarung 21, dass Gott, Vers 4, abwischen wird alle Tränen von ihren Augen. Wird noch Zukunft. Wann gibt es dann Tränen? Ich bin überzeugt, es gibt Tränen, wenn wir stehen für den Richterstuhl Christi nach der Entrückung und Jesus sagt zu uns, weißt du was? Darf ich dich zeigen als Christ, was ich mit dir tun hätte können, wenn du mir in der Tat von ganzem Herzen nachgefolgt hättest. Und da gibt es Tränen, vermutlich. Wir sagen, man hätte dir in Unglauben einfach den Schritt genommen und nicht immer gezögert und gewartet und gesagt, ja aber,
einfach Gottes Verheißung ansprüchen, ins Gebet gehen und den Herrn Jesus nachfolgen. Oder das jüngste Gericht, Offenbarung 20 hier, dass wir dann sagen müssen, Herr, wir haben damals nicht gebetet. Wir sind nicht rausgegangen. Wir haben nicht gezeugt. Ja, wir haben schon etwas für den Herrn gemacht, aber wir haben nicht das getan, was das Beste war, ins Gebet gehen für die verlorene Seele und das Evangelium in die Öffentlichkeit verkündigen. Ja, sagt Gott auch. Deswegen sind einige da, die nicht die Ewigkeit reingehen können. Und sie haben kein Predigen gehabt, die ins Evangelium gebracht hat. Das sind, denke ich, Dinge, die wir sehen müssen und waarvan wir sagen müssen, wir haben Chancen verpasst als Christ oder als Prediger, um das Evangelium zu predigen. Nun, die Bibel sagt klar, dass das Neue Jerusalem ein Ort ist mit einem, sagen wir mal, Hütte in ein herrliches, wunderbares Land. In Johannes 14, Vers 2 und Vers 3 sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich euch zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Warum ist Jesus nun weg von dieser Erde? Er bereitet eine Stätte für uns, für dich persönlich, im Neuen Jerusalem. Eine Stadt mit mehr als 2000 Kilometer, dreidimensional, groß, wo ohne Probleme 10 Milliarden Leute wohnen können. Die minimale Wohnung haben wir von 15 Zimmer, reines Gold. Vers 3, ob ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ein Bräutigam möchte gern, dass seine Braut dorthin geht, wo er ist. Er ist immer da gewesen, im dritten Himmel. Er bereitet nun ein spezielles Palast für seine Braut. Wie Salomo einmal ein besonderes Palast gebaut hat für seine Braut, eine Ägypterin, eine Frau, nicht von den Juden, aber aus den Heiden, ein Bild von Jesus Christus, die als 15.000-jährige Reich eine spezielle Wohnung vorbereitet hat, das Neue Jerusalem, wo die Gemeinde hier in der Wohnung von reines Gold die Ewigkeit mit ihm verbringen kann. Mit anderen Worten, die schöne Braut, die von dem Bräutigam errettet wird, von dem bösen Drachen und für ewig glücklich lebt mit ihrem Held in die Ewigkeit. Uns ist nämlich ein Ort, wo nur ein Person alle Herrlichkeit empfängt. Das ist der Himmel, das ist die Person von Jesus Christus. Wenn wir heute Einzahlung aufschauen, sieht man immer eigentlich Götze. Gestern war ich, Tag vor gestern, habe ich gesehen, das war ein großer Fußball, also, das sieht man wahrscheinlich nicht, aber mich schon, ein Fußballmatch in Spanien. Da war der spanische Topclub, Barcelona und Real Madrid, mussten gegeneinander spielen. Und da hat jemand ein Tor gemacht. Das war ein großes Spiel von Barcelona. Da habe ich geschaut, da waren Aufnahmen von der Tribüne auf der 90 bis 100.000 Leute schauen das an. Und weißt du, was die Leute gemacht haben da? Sie haben das gemacht. Weißt du, was das ist? Das Anbetung von ihren Fußballstars. Stars, Sterne haben wir gesehen, Daniel 2, sind Nachahmung diese Welt von denjenigen, die viele zur Gerechtigkeit bringen, die strahlen und scheinen für ewig. Diese Jungs bilden, wenn wir sie bekommen pro Jahr, 15 Millionen Euro oder so etwas, und sie sind eigentlich angebetet von ihren Fans. Sie sind die Götzen von heute. Wenn das heute sagt in die Straße, also diese Stars von diesem Fußball sind Götzen, von Hollywood sind Götzen, die meisten werden wirklich böse. Du kannst über Christus predigen. Das ist ein Problem. Aber wenn ihr persönliche Götze attackiert, dann werden sie böse. Und das ist die Tariq von heute. Wir sind vollkommen in Heidentum zurück. Wir haben nicht mehr Zeus, Jupiter, wir haben heute Messi, Ronaldo, Madonna, Michael Jackson oder andere Schmutzballen, die nichts zu tun haben mit Gott oder Jesus Christus. Und die bekommen alle Ehre. Und ich freue mich auf den Tag, dass nur eine Person alle Anbetung bekommt im ganzen Universum von ein paar Milliarden oder hunderte Millionen Christen und auch von allen Ungläubigen, die sagen müssen, Jesus Christus sei der Herr. Amen. Da freue ich mich. Und das ist, was die Leute im Allgemeinen, inklusive die Christen, hassen, haben sie kein Interesse an. Nun, wie sieht die Hölle aus? Erstens, die Hölle ist ein Ort von Weinen, Heulen und Zähneklappen. Es ist ein buchstäblicher Ort inmitten der Erde, nach der höchsten Autorität, diese jemand hier auf Erde, nämlich Jesus Christus, er hat Himmel und Erde gemacht, er ist von Himmel gekommen, er ist hier in die Hölle gewesen. Wenn es eine Person ist, die weiß, wo die Hölle ist, ist es Jesus Christus. Jesus Christus selbst sagt es in Matthäus 12, Vers 40 so, der gleiche Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch,
Also wird des Menschensohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Des Menschensohn war drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde. Er wurde am Mittwoch vor Sonnenuntergang gekreuzigt, Sonntagmorgen auferstanden, drei Tage, drei Nächte mitten in der Erde. Das Körper war nicht mitten in der Erde. Das war in einem Garten. Sein Geist ging zurück zu Gott. Vater, in meinem Händen empfehle ich meinen Geist, hat er gesagt. Die Seele ging inmitten der Erde. Und Apostelgeschichte 2, Vers 27 und Vers 31 sagt ganz klar, dass seine Seele ging in die Hölle. Aber nur, wenn du eine alte Lutherbibel hast. Alle modernen Bibeln, Schlachter, Luther 19, 1998, haben das was geändert, das ist zu negativ. Obwohl apostolische Glaubensbekenntnis sagt ganz klar, die Seele Jesu Christi ist in die Hölle gegangen. Und Apostelgeschichte 2 sagt es auch ganz klar, du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, auch nicht zugeben, dass ein Heiliger die Verwesung sehe. Die Hölle ist im Zentrum der Erde. Es ist nicht ein Geisteszustand, und wenn Leute sagen über die Hölle, nein, die Hölle ist hier auf Erde. Nein, sage ich dann zu so einem Ungläubigen, das Beste, was du siehst vom Himmel, ist diese Erde. Aber das Schlimmste muss noch kommen. Ein buchstäblichen Feuer für ewig und ewig, von Hölle in einem Pfuhl des Feuers, was für dich nicht für dich, aber für die Engel, dort mit seinen Engel vorbereitet ist, aber du gehst dorthin, wenn du Gottes Gnade, Gottes Sohn ablehnst, die für dich an deine Stelle in der Hölle gegangen ist und dort deine Sünde möchte hinterlassen. Gott sagt in Amos 9, Vers 2 so, und wenn sie sich gleich in die Hölle vergrüben, soll sie doch meine Hand von dannen holen. Leute in der Krypta sagen, bitte lass die Berge auf uns kommen. Schütze uns vor dem Zorn des Lammes. Lass uns graben. Lass ich mich in die Hölle vergraben. Und Gott sagt, meine Hand holt dich raus und stellt dich fürs Angesicht des Lammes, vor den Zorn des Lammes. 5. Mose 32 sagt es so, denn das Feuer ist angegangen durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Hölle. Weißt du, warum das Feuer ist da in der Hölle? Weil es ist wegen dem Zorn Gottes. Deswegen ist das Feuer mitten in der Erde. Deswegen ist das Heiße mitten in der Erde. Ist wegen Gottes Zorn. Zeigt auch, dass die Erde eine schlechte, verfluchte Erde ist. Weil die Hölle ist in der Mitte von dieser Erde. Und darauf leben wir. Und es gibt verschiedene Stufen in der Hölle. Es gibt eine unterste Hölle. Das ist für wen vorbereitet? Für religiöse Führer bin ich überzeugt. Wenn es eine Gruppe ist, die Leute mit den hunderten Millionen verfügt, sind es religiöse Führer, die Päpste, die religiöse militaire Führer, die alles versprechen, aber verneinen oder mit Todesstrafe bestrafen, wie jemandem glaubt, dass man durch Glaube allein das Blut von Jesus Christus errettet werden kann. Verschiedene Stufen in der Hölle, auch das ist gerecht. Wenn jemandem verurteilt wird, in unserem Gerechtssystem, wenn er was gestohlen hat, dann bekommt er vielleicht einen Buße. Wenn jemand umgebracht hat, bekommt er eine Gefängnisstrafe. Wenn er ein Kriegsverbrechen begangen hat, wird er vielleicht aufgehängt, wie damals in Nürnberg. Das ist gerecht nach unserer beschränkten, sündigen Art und von Recht sprechen. Aber Gott sagt, dass im Laufe der Zeit er verschiedene Stufen hat, um Sünder leiden zu lassen. Warum? Das ist gerecht. Warum? Weil er ist gerecht. Und wenn du dich versündigst gegen einen ewigen Gott, dann musst du für ewig die Sündenstrafe zahlen, mit Ausnahme, wenn Gott aufhört zu existieren. Und wann hört Gott auf zu existieren? Er hört nicht auf. Er ist und bleibt für ewig. Deswegen ist die Strafe, die Zorn von Gott über eine unsterbliche Seele auch für ewig. Darum ist es auch so wichtig, dass wir das Evangelium in die Öffentlichkeit predigen. Wir haben einen Gästegottesdienst. Wie viele Gäste haben wir hier? Null. Da sind alle Gäste, was natürlich, Amen. Aber ich meine Ungläubige. Null. Warum? Sie kommen nicht hier. Sie wissen schon, was sie hören müssen. Amen. Das gefällt ihnen nicht. Deswegen müssen wir dorthin gehen, wo die Sünder sind. Amen. Jesus hat niemals gesagt, organisiere die Leute, bring sie in die Gemeinde und predige das Evangelium. Nein, er hat gesagt, gehe in die ganze Welt, predige das Evangelium aller Kreaturen. Wenn wir gehen und predigen, dann sorgt schon Gott für all unsere Bedürfnisse. Keine Frage darüber. Ob du nach Pakistan, Indien bist, du sagst, aber ich kann nicht gehen, ich habe meine Arbeit hier. Gott will auch von dir, dass du gehst. Du kannst beten. Du kannst ins Gebet nach Indien, nach Pakistan, nach Israel, nach Deutschland, nach Niederlande, nach Nepal, nach der Ukraine gehen. Du kannst vielleicht 50, 100 Stutz pro Monat schicken zu den Leuten. Die können dann in ihrer Sprache ihre Leute das Evangelium verkündigen. In Indien hat man 100 Stutz, 100 Dollar, 100 Franken ungefähr. Kann man Vollzeit predigen
kann man eine Familie mit 2-3 Kindern versorgen. Das kann keine Person, die hier aus Osteuropa oder Amerika dort hingeht. Das kannst du tun. Tust du es auch. Du sagst, ja, ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Predigt. Ja, was tust du damit? Das ist die Frage. Gefühle oder Sympathie sind kein Ersatz für Aktion. Aktion ist kein Ersatz für Produktion. Du kannst schon etwas tun, aber die Frage ist, du kannst, bringt es auch Frucht? Und Produktion ist kein Ersatz für Reproduktion. Weil du zum Herrn führst, ist eine Sache, das kennt ihr. Aber jemandem dann versuchen, Nachsorge zu geben, zu jünger zu machen, das kostet Blut, Schweiß, Tränen, wie man ein eigenes Kind versucht zu erziehen. Das kostet Jahre. Produktion ist kein Ersatz für Reproduktion. Jona war in der Bauch, diesen Wallfisch. Und er sagt, ich schrie auf den Bauch der Hölle. Baal, haben wir gesehen, Matthäus 12, Vers 40, der Sohn des Menschen war wie Jona. Das heißt, Jona ist wie Jesus Christus gestorben. Nur aufgeschluckt, er starb und seine Seele ging in die Hölle, kam zurück, wurde ausgespuckt und musste wieder predigen. Das ideales Beispiel, was mit Jesus passiert ist, was in der Trübsalzeit passieren soll, mit den 144.000 jüdischen Männern, die zu den Heiden predigen gehen, wie Jona das gemacht hat, zu den Heiden in Nineveh, aber seine Seele schrie aus dem Bauch der Hölle. Seine Seele, Hinweis Jesus Christus, wurde nicht verlassen in der Hölle. Jesus sagt, er ging auch nach unten in die untersten Teile der Erde, hat das Gefangenschaft gefangen genommen und mit sich genommen in den dritten Himmel. Nun, meine Frage ist dann, warum gehen Leute in die Hölle? Verdienen sie das? Sie gehen in die Hölle wegen einem Grund nur. Du sagst, ja, das ist sicher Serienmord oder Ehebruch oder andere schreckliche Dinge. Nein, eine Person geht in die Hölle wegen einem Grund alleine. Und man ist nach Römer 10, Vers 13. Das ist genau der gleiche Grund, warum ich gestern die Straße in Zürich gegangen bin. Römer 10, Vers 3 und Vers 4. Sie, diejenigen, religiös, nicht religiös, Atheist, Agnost, Humanist, religiös, erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Eine Person geht in die Hölle, weil er einfach sagt, ich bin gerecht, ich brauche nicht Gottes Gerechtigkeit, Jesus Christus, ich bin gerechter wie Gott und Gott ist ein Lügner. Darum geht ein Mensch in die Hölle, wegen seinem Unglauben. Also die einzige Sünde, die ein Mensch in die Hölle bringt, ist die Sünde von etwas nicht tun oder eigentlich besser nicht glauben. Warum gibt es eine Hölle? Ich denke eigentlich, warum es einen gerechten Gott gibt und warum ist Gott, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum Gott ist. Ich weiß nicht, warum er gerecht ist, aber ich bin sehr dankbar, dass er gerecht ist. Und denken wir nach, an Gott nicht gerecht wäre, dann hätten wir dann kein Gewissen gehabt, keine Rechtssprache gehabt, einen Dschungel gehabt und wir hätten dann ohne Ziel wie ein Tier gelebt. Das ist die Alternative von kein Gott und keine Gerechtigkeit. Und nochmals, weil er heilig und gerecht ist, und wenn ein Mensch sich versündigt gegen seinen Schöpfer, muss die Schuld auch ewig sein, weil Gott ist ewig und für ewig bezahlt werden und deswegen gibt es eine ewige Hölle. Oder man glaubt an Gottes ewige Wort, das an unserer Stelle, an deiner Stelle die Sündenschuld bezahlt hat. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren werde, sondern dass sich jeder Mensch zur Buße kehre. Nun sagst du dann, gehe ich in die Hölle oder nicht? Ich denke, jeder Mensch geht in die Hölle. Und hier haben wir eine schöne Beschreibung in Offenbarung 21, gehen wir ein wenig zurück. Vers 8, hier beschreibt Gott diejenigen, die die Hölle verdienen. Weil nicht nur haben sie diese Sünden gemacht, die in Vers 8 beschrieben sind, sie sind so. Du sündigst, weil was ist in deinem Herzen? Ein Verbrecher ist ein Verbrecher nicht, um was er getan hat, überwacht, was er ist. Er tut das, was in seinem Herzen ist. Offenbarung 21, Vers 8. Den Verzagten aber und Ungläubigen, den Gräulichen und Totschlägern und Hurern und Zauberern und Abgöttischen und allen Lügnern, deren Tal wird sein Pfuhl, die mit Feuer und Schwefel brennet, welches ist der andere Tod.
Sagst du, ja, ich bin nicht ein gräulicher, ungläubiger Totschläger und Ruhe und so weiter. Ja, aber du hast dich immer gelogen, oder nicht? Wer hat mal gelogen? Dann freut mich, ich kann Lügner werden. Ich habe noch bestimmt, dass es ein Lügner gewesen ist. Amen. Alle Lügner. Du sollst kein Falschzeugnis sprechen, sagt Gottes Wort im 10. Gebot. Wenn du Falschzeugnis geredet hast, dann bist du ein Lügner. Und du hast gelogen, weil du bist ein Lügner geboren. Ich gebe zu meinem Sohn, wenn er etwas falsch macht, weißt du, das sieht süß aus, aber du bist ein geborener Lügner. Er muss lernen, nicht zu lügen, er muss sich ihm beibringen. Alle Lügner. Nun, wenn jemandem das Gesetz versucht zu halten, man soll nicht Falschzeugnis sprechen, und lügt, bringt sich unter dem Gesetz, und die Folge ist Gottes Urteil, Gottes Gericht, dann verdient er, geurteilt und gerichtet zu werden. Du verdienst also die Hölle. Nun nehmen wir eine Reise Richtung Hölle. Wir gehen durch diese verschiedenen Stufen von Felsen, die Sedimente, metamorphosische Felsen, und dann kommen wir an einen Ort, wo wir hören Brüllen. Hast du vielleicht mal gesehen, die Stadtbrände von Tokio, von Dresden, von Hamburg. Ja, wenn American Bomber Command overgeflogen ist, dann haben sie die Leute bombardiert. Dann sind sie in den Keller gegangen, dann kamen sie nach 20 Minuten raus, weil da war de Luft weg, das wussten die auch, die American Bomber Command. Und dann kamen zwei Flotten mit Fosselboom und hat die ganze Sache verbrand, Leute lebendig verbrand. Das ist een wunderbares Bild von der Hölle. De Hölle brüllt. Altes Testament heißt das Tophet, ein Ort von Trommeln. Hölle stinkt wie Schwefel, wie verrottene Eier. Und das Lärm, was wir dann sehen, wenn wir in die Hölle kommen, ist schreiende Leute, weinende Leute von den Verdammten, die ihre Zähne knirschen und Gott fluchen und einander fluchen. Wir gehen nach unten und da treffen wir eine Person an. Die Person, die wascht seine Hände. Und ich frage ihn, wer bist du? Ich sage, ja, ich wasche meine Hände in Unschuld. Was tust du dann hier? Bist du dann, ich bin ein guter Mensch gewesen, sagt er. Ja, wirklich? Ja, sag er dann. Ich weiß, wer du bist. Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld gewaschen hat, dreimal gesagt hat, ich finde keinen Schuld in diesem Mensch. Und doch sagt, weil er zu feige war, ich übergebe ihm, um gekreuzigt zu werden. Das ist ein Grund, warum viele Leute nicht zum Glauben kommen, weißt du das? Sind zu feige, sie haben zu viel Angst vor Menschen, um sie zu bekennen für Jesus Christus. Wir gehen weiter. Wir treffen dort einen feinen, netten Mann. Er ist ein junger Kerl, gut aussehend, sehr religiös. Und ich sage, ich habe dich mal gesehen. Was machst du denn in der Hölle? Dann sage ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe immer gepredigt in meiner Kirche, aber ich kenne dich. Du bist ein Pastor aus der Lutherkirche da in Liechtenstein, ich mal getroffen habe. Ja, genau, sagte er. Ich habe nochmal ein Gespräch da miteinander. Da habe ich ihn gefragt, bist du von neuem geboren? Hat er gesagt, ja. So, wie lange schon? Ja, seit 40 Jahren. 40 Jahre, er war ungefähr 40 Jahre alt. Ja, du bist 40 Jahre alt. Ja, sagte dann, ich wurde von neuem geboren durch die Wassertaufe. Ja, das stimmt nicht. Du musst geboren werden durch Wasser und Geist. Durch Glauben das Blut von Jesus Christus. Nein, das braucht er nicht. Ausgebildeter Typ, griechisch, hebräisch, zwei Ausbildungen gemacht, Theologie und Philosophie. Verdammt. Hat nicht geglaubt, dass man nur durch Glauben an das Blut alleine gerechtfertigt werden könnte. Wir gehen weiter. Sich ein anderer Prediger stellen. Hey, wie bist du dann? Also, ich bin ein Prediger. Was machst du dann hier? Ich verstehe es auch nicht. Ich habe mir gepredigt. Ich habe den Tod erweckt. Ich habe Leute geheilt, die Hände aufgelegt, Teufel ausgetrieben. Ah, wirklich. Ich weiß, wer du bist. Wer bist du dann? Judas Iskariot. Hat acht Leute den Tod aufgelegt. Hat den Teufel ausgetrieben. Ein sehr guter, charismatischer Prediger. Aber ging zu seinem eigenen Ort. Er war ein Teufel. Immer ist das ich. Ich denke, ich bin gerechter als Gott, weil ich tue doch gut. Ich bin religiös, ich predige. Aber du vergisst eine Sache. Du brauchst anzuerkennen, dass nur Gottes Gerechtigkeit reicht, Jesus Christus, Gottes als geboren soll. Heute ist die Zeit der Rettung. Heute ist die Zeit, wo du errettet werden kannst durch Glauben an Jesus Christus. Wir können auch mal eine kleine Reise machen Richtung Himmel. Ja, Paulus hat es gemacht. Er wurde im dritten Himmel entzückt, hat unaussprechliche Dinge gehört. Geht durch die Stratosphäre, Ionosphäre, Exosphäre und sehen wir hier ganz weit in die Ferne eine Stadt,
wie een piramidevorm met 12 fundamenten van wonderbare edelsteen en dan drie toren van riesenperlen en dan reines goud, een riesen stad van durchsichtiges glas, reines goud. 2000 kilometer hoge, breite en tiefe. Dan komen we bij deze poort en daar gibt es niet Petrus, maar een engel, om die zegt, ik möchte gerne reingehen, wat is dat paswoord? Ik zie daar een man van de Zügebörse. Hij komt rein en zegt, ja, grüß Gott, ik möchte gerne reingehen. Ja, dan zegt, wat is het paswoord? Ik heb hier een paar miljoenen Schweizer Franken, weißt du, schwarz und weiß, Geld macht so viel aus, ja, Geld ist Geld. Und ich möchte gerne reingehen, ich kann nicht was Geld geben, und dann kannst du mich schon mal durchlassen. Sie kriegen auch Passwort. Passwort. Kennst du mich nicht, ja? Ich bin nicht ein guter religiöser Typ, ja, der immer die Leute geholfen hat mit meinem Geld. Und immer sagt Passwort. Ich kenne was, ich kann dir 50% geben. Da kannst du auch was extra. Und zwingen und Koppel nehmen ihn und schmeißen ihn unten in den Pfuhl des Feuers, wo er für die Ewigkeit von Gott getrennt brennen soll. Dann kommt noch ein anderer Mann zu diesem Pforte. Und der Engel sagt, ja, was wolltest du dann? Er sagt, ich möchte gerne in diesen wunderbaren Tor reingehen, in diesem Haus von reines Gold, mit herrlicher Speise, wo kein Tränen, kein Sünde und kein Tod ist. Er sagt der Engel, das geht schon. Eine Sache, das richtige Passwort. Passwort, sagt er dann. Ich brauche kein Passwort. Ich bin der Stellvertreter Christi. Ich bin der Heilige Vater. Lass mich rein, bitte. Nein, sagt er, gib mir dein Passwort. Ja. Verstehst du mich nicht? Ich habe mir für die Friede von der Welt gebetet und so weiter. Ich habe sicher 800, 900 Millionen Leute, die mich nachfolgen, die religiös sind. Ich habe die Sakramente ausgeteilt. Lass mich rein. Passwort. Aber kennst du mich nicht? Ich. Und sein Engel kommt und da geht er ein paar hundert Kilometer nach unten in dem Pfuhl des Feuers. Dann kommt ein armer Soldat vorbei. Und er sagt, ich möchte gerne in diese herrliche Stadt kommen, aber ich weiß, ich habe keine Chance. Und er sagt, wieso nicht? Er sagt, weißt du, ich war da einmal als Soldat angestellt und ich weiß, Befehl ist Befehl. Ich habe viele Leute umgebracht, auch nicht so nett umgebracht. Ich musste kämpfen da in Pazifischen Meer, im Zweiten Weltkrieg und ich konnte einfach nicht recht tun und ich habe vieles Schlechtes gemacht, auch gegen meine Feinde. Und Engel sagt, ja, aber wie erzähl mir etwas über die Zeit, die du damals verbracht hast. Dann sagt er, na gut, einmal wurde ich gefangen genommen von Japanern und ich war fähig, um zu entfliehen, aus dem Boot zu springen, wegzuschwimmen, auf eine Insel zu kommen. Das Insel war voll mit Japanern, aber, was ich nicht wusste, zwei Monate nachdem ich auf die Insel gekommen bin, kamen die Amerikaner und haben das Insel eingenommen, wie sie dann von Insel zu Insel gehüpft haben, um dann nach Japan zu kommen. Und ich habe zwei Monate überlebt auf Kokosnüsse, Wasser, Früchte und so weiter, konnte mich versichern für die Japaner. Und eine Nacht hörte ich ein schreckliches Bombardement und da habe ich gehört, dass die amerikanischen Schiffe das Insel bombardiert haben. Ich bin geflohen, habe mich versteckt und ich wurde glücklicherweise nicht in diese Höhle getroffen. Und endlich hörte ich dann, wie die Amerikaner reinkamen und habe dann versucht, um Kontakt zu machen mit diesen amerikanischen Soldaten. Und endlich hörte ich sie kommen und sie waren vielleicht so 10 Meter von mir weg. Und dann habe ich gesagt, in meiner besten Sprache, in Englisch, ja, ich bin ein Amerikaner, ich bin einer von euch, ich bin ein ehemaliger Kriegsgefangener. Ich freue mich, euch zu hören. Und dann haben die amerikanischen Soldaten nur gesagt zu mir, halte, geh auf die Knie. Und ich hörte, dass diese Sicherheitspinnen weggingen von den Gewehren und sie wollten mich erschießen. Sie haben den Auftrag bekommen, jeder zu erschießen, ob nun Amerikaner, Japaner, Deutsche, was auch ist, der nicht das richtige Passwort kennt. Ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn, ja, ich kenne meine Seriennummer, ich weiß, der Platoon habe ich dort nur gekämpft, ich bin Überlebende hier, ich habe dort gekämpft. Ihr könnt alles nachforschen, bring mich bitte zu euren Chef. Nein, haben sie gesagt, ein Auftrag, alles erschießen und jedes Passwort geben. Er hat gesagt, ich kenne das Passwort nicht, ich habe keine Chance. Und sagen sie dann die Gebete mal, aber nach 30 Sekunden müssen wir dich erschießen. Befehl ist Befehl. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir wegen Hochverrat angeklagt. Und das heißt auch Todesstrafe. Na, hat er gesagt, ich kann nur beten. Ich habe angefangen zu beten. Das Gleiche, was ich nun zum Engel sage, ich habe nichts um mich auf zu Ansprüche. Ich habe einfach gebetet und zu diesem Gott von meiner Mutter gebetet und gesagt, Gott, ich weiß, ich habe versucht, recht zu tun, ich habe vieles falsch getan als Soldat, ich bitte dich für Gnade, ich bitte dich einfach, dass du mir durch das Blut deines Sohnes reinwaschst. Und plötzlich hörte er, beide Sicherheitsbinden gingen wieder drauf.
Ich sitze da so, ich weiß noch 10 Sekunden, dann muss ich, bin ich erschossen. Und er schaut auf, 10 Sekunden, 11, 12, 13, nichts passiert. Ich schaue nach oben und er sagt, was ist das? Einer der Soldaten sagt, das ist Passwort. Passwort? Welches Passwort? Blut. Blut? Ja, Blut ist das Passwort. Wieso Blut? Ganz einfach. Ein Japaner kann der L nicht sagen. Also Blut kann er nicht sagen. Deswegen haben sie das Wort Blut genommen. Blut ist das Passwort, um in Jerusalem reinzukommen. Ja. Das ist der einzige Preis, den Gott fragt. Das ist der Preis, den Gott mit dem Blut seines Sohnes betaalt hat, um deine ewige Sündenschuld zu bezahlen, um dich frei zu machen von aller Sündenschuld, zu reinigen, zu waschen und dich vorzubereiten auf den vollkommenen Platz im dritten Himmel. Meine Frage ist, was hindert dich, um diesen Blut Jesus Christus zu beanspruchen? Das ist das, was Gott als einzige fragt, was du vertraut, um deine Seele zu retten und in den Himmel zu bringen. Und dann, wenn Jesus Christus dich trifft, dann kannst du sagen, wohlgetan, ei wohlgetan, du guter und treuer Diener, komm in die Freude deines Herrn. Und vielleicht ist es so, dass diejenigen, die in diesem Pfuhl des Feuers geschmissen werden, mit den Augen von Stephanus schauen können auf Neue Jerusalem, auf die Freude im Himmel und sagen müssen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, hätte ich aber gehört diesen Straßenprediger. Hätte ich diesen Traktat ernst genommen, hätte ich es nicht zerrissen, hätte ich das Sündegebet, was ich gelesen habe, einfach vom Herzen, geglaubt mit dem Herzen, mit dem Munde bekennt, hätte ich den Namen Jesu angerufen, aber dann ist es zu spät. Meine Frage ist, wenn du nicht errettet bist, was hindert dich, um zu Jesus Christus zu kommen? Er hat alles getan, er hat alles bezahlt, er ist gekommen, hat seinen Körper abgelegt, ist in die Hölle gegangen, ist zurückgekommen, hat einen Platz im Himmel für dich bereitet. Mehr kann er nicht tun. Du kannst ein Ding tun. Du kannst es niemals verdienen, aber du kannst sagen vom Herzen, mit dem Herzen möchte ich glauben, dass Gott in Christus für meine persönliche Sündenschuld bezahlt hat, am Kreuz begraben ist, auferstanden ist, und zweitens, ich möchte gerne seinen Namen anrufen und ihm und seinem Blut alleine vertrauen für die Vergebung meiner